Wieso fahrt ihr alle bei mir vorbei? 1000 Wege führen nach Rom. Und ihr fahrt alle an mir vorbei. Es regnet! Warum fängt es jetzt zum Regnen an? Ich will einen Motovlog aufnehmen. Jo, liebe Leute des gepflegten Motorradfahrens. Heute geht es ein bisschen um ein technischeres Thema. Und zwar habe ich mich mit dem Thema Bremsen befasst, da meine Bremsen jetzt eigentlich schon so ziemlich am Limit sind. Und zwar gibt es da, sagen wir mal, drei verschiedene, um ein bisschen genauer zu sein. Und zwar, da wären einmal die organischen Bremsbeläge, welche aus Kevlar, Glas oder sonstigen organischen Stoffen hergestellt werden. Jetzt bin ich... Wo bin ich da bitte? Dann gibt's die Sinterbremsen, also gesinterte Bremsen. Das sind nachher jene, die aus Metallen, aus gesinterten Metallmischungen bestehen. Und dann gibt's noch die Semimetallbremsbeläge, welche dann so ein bisschen eine Mischung sind aus beiden. Also aus organisch und gesintert. So, da ist eine Stopptafel, da werden wir stoppen, brav wie wir sind. Ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt wieder rauskomme, weil ich war da noch nicht. Das ist die Hinterseite vom T-Mobile-Gebäude. Das ist ja schon wieder eine Sackgasse. Verdammt aber auch! Könnt ihr das nirgends anschreiben mehr? Heutzutage schreibt man Sackgassen nicht mehr an. Anscheinend. Ich habe mir jetzt folgende Bremsbeläge für meine Triumph bestellt. Und zwar habe ich mich dafür entschieden, dass ich hinten die organischen nehme und vorne die gesinterten Bremsbeläge nehme. Habe mich für die Originalbremsbeläge von Brembo entschieden, obwohl die ein bisschen teurer sind, weil ich die Brembo Monoblockbremsen oben habe und ja, ich wollte nicht wirklich sparen, gerade bei den Bremsen beim Motorrad. Auf jeden Fall, warum habe ich hinten organisch genommen und vorne gesintert? Gesintert. Das hat folgenden Hintergrund. Es gibt natürlich Vor- und Nachteile bei den jeweiligen Bremsbelägen, also bei den drei, die ich gerade aufzählt habe, bei den drei verschiedenen. Und zwar, die organischen Bremsbeläge werden nicht so heiß und geben dadurch auf den Bremskolben nicht so viel Hitze ab. Außerdem quietschen die organischen Bremsbeläge weniger oder sind nicht so quietschanfällig, glaube ich, sagt man da. Und gerade auf dem Hinterreifen, das kennt man ja beim Motorrad, da man die hintere Bremse nicht so oft verwendet, kann schon leichter mal passieren, dass man dann auf einmal, wenn es zwei, drei Tage gestanden ist, das Motorrad, dass plötzlich sein kann, dass die Bremsen quietschen. Wo willst du hin? Kann man Fahrtrichtungsanzeiger verwenden? Bitte! Danke. Die gesinterten Bremsen, dass man gleich zu den nächsten Bremsen kommen. Die gesinterten Bremsen, die werden wärmer, also die haben eine höhere Hitzeentwicklung und eignen sich dafür, ja, wie soll ich sagen, man kann natürlich mit beiden Bremsen fahren, gar keine Frage, aber die gesinterten Bremsen werden einfach wärmer, dadurch, dass der Metall mit eingemengt ist, ist es komplett klar, also das wird viel heißer als Glas jetzt zum Beispiel. Dafür ist aber auch die Haltezeit der gesinterten Bremsen länger. Also da kann man schon ein bisschen länger damit fahren. Sollte so sein, außer man bremst sie einfach tot, dann halt nicht. Oh Mädel. Not bad. Und das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich mich jetzt vorne für gesintert entschieden habe und hinten für die organischen. Da ich eigentlich, also ich habe das so auf mich abgestimmt praktisch, weil ich kenne ja jetzt schon mein Bike, ich weiß schon, wie ich meine Bremsen betätige und das war einfach für mich passend. Deshalb habe ich mich so entschieden, die Bremsen sollten nächste Woche kommen. Natürlich werde ich die Bremsen, also was heißt natürlich, ich werde die Bremsen jetzt zum ersten Mal selber umbauen. Die Bremsbeläge werde ich selber umbauen. Es wird nicht so eine Hexerei sein, glaube ich. Und ich werde euch davon natürlich ein Video machen. Weil ich habe auf YouTube jetzt gar nicht so wirklich
viele Videos gefunden, wo der Unterschied zwischen organische und gesinterten Bremsen oder Semimetallbremsen erläutert wird. Was ich sehr interessant fand, weil eigentlich betrifft das Thema jeden einzelnen Motorradfahrer von uns. Jedes Mal, wenn er sich Bremsen bestellt oder Bremsen kauft praktisch. Oder lasse ich das alle in der Werkstatt machen. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, an meinem Bike ein bisschen selber herumzubasteln. Ja. An meinem Bike da ein bisschen selber herumzubasteln, da ich so das Motorrad auch besser kennenlerne. Danke, dass du rausfährst. So, jetzt haben wir's. Ja, und ich bin schon sehr gespannt, wie leicht oder schwer der Einbau gehen wird. Ja, ich lasse mich einfach überraschen. Wenn es echt nicht funktioniert, dann pfeife ich drauf und rufe meinen Mechaniker an. Und der soll mir das dann richten, was ich da kaputt gemacht habe, sozusagen. Ich bin da nicht so... Na? Ich fahre da jetzt einmal im Kreis, weil ich würde mir gerne Energy Drinks holen, damit ich den Motorvlog nachher gleich für euch schneiden kann. Da ich jetzt schon einmal am Bilder vorbeigefahren bin, werde ich mich jetzt verabschieden und hoffe, euch hat das Thema gefallen, weil ich habe es sehr interessant gefunden. Also lest euch da ein bisschen ein. Ich finde, jeder Motorradfahrer sollte sich wenigstens ein bisschen auskennen, was er verwendet oder was für Bremsen er verwendet. Ja, ich finde, das ist ein interessantes Thema und sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Galliot. Bye. Alter, wie oft kann man sich versprechen? Wie oft kann man sich versprechen bei einem Motorblog? Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Jo, meine lieben Leute, das... Na erst, gibt's das? Jo, meine Leute... Ja. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ciao.